Servus und Moin. Servus und Moin, das sind's mal wieder. Frisch aus dem schönen Oberfranken. Wir sind in Langgöns. Wir sind in Langgöns. Ihr habt uns ertappt, wir sind in Langgöns. Letztes Mal waren wir für die an den Ortkenntnissen, Zuschauer, das ist in Mittelhessen. Das stimmt, das ist in Mittelhessen. Zum Beispiel die Zuschauer aus Kolumbien. Genau. Und was wollen wir dazu sagen? Es ist halt Langgöns. Wir haben ja einen Zuschauer aus Kolumbien. Ich möchte nicht wissen, wo Langgöns ist. Hallo Kolumbien. Wir sagen Hallo Kolumbien. Wir unterstützen Kolumbien. Wir unterhalten Kolumbien. Ich kippe mir die ganze Zeit das Wasser über. Das ist wirklich schlimm. Ich glaube, in Kolumbien sind so was wie Stars. Für diese eine Person vielleicht, die eine Minute reingeschaltet hat. Die hat eine... We love Columbia. Ist Kolumbien nach Michael Kolumbus? Nein. Wie hieß der mit Vornamen Kolumbus? Der hieß deine Mama Kolumbus. Christopher Kolumbus, genau. Michael Kolumbus, wie komme ich auf Michael Kolumbus? Frank Kolumbus. Hat die Welt entdeckt. Heute haben wir echt so gut drauf. Als eines der ersten Themen, was wir die letzten zwei Folgen so ein bisschen immer schon reinbringen wollten, uns aber immer wieder vergessen haben, Jonas Böse Onkels Festival Geschichte. Ein Festival wie ein, was steht Orkan. Da? Ein Festival wie ein Orkan. Jonas, komm bitte ins Bild. Wie ein Orca. Jetzt die Synchro komplett im Arsch. Ich mache noch mal kurz einen Klatsch für Synchro. Nicht so viele, einen nur. Ganz kurz, kann ich kurz einen Klatsch machen? Ja, okay. Leute, das ist wirklich für mich dann 3 bis 4 Stunden Arbeit, das zu synchronisieren. Ihr findet das sehr witzig. Jetzt lass wirklich mal. Okay, das reicht schon. Ich krieg's schon irgendwie hin. Sonst nehmen wir nur eine Kamera. Jonas, was hast du uns zum GOND zu erzählen? GOND ist ein Festival für... Ganz kurz, wofür steht GOND? Größte Onkelsnacht Deutschlands. Bitte? Größte Onkelsnacht Deutschlands. Man muss ganz kurz die Hintergrundgeschichte erzählen. Jonas wurde von einem Freund dazu eingeladen, auf ein Böse-Onkels-Festival mitzukommen. Also es ist ein Cover-Festival, weil die Böse-Onkels gibt es ja Böse, nicht mehr. Böse-Onkels-Cover-Bands-Festival. Gott sei Dank. Und Jonas' Freund hat noch einen weiteren Freund dazu eingeladen. Jonas, bist du großer Böse-Onkels-Fan? Überhaupt nicht. Wir alle sind strikt gegen die, wir positionieren uns hiermit auch gegen die bösen Onkels, also was das eigentlich Problem keine Frage ist, die aber... Die bösen Onkels haben in den 90ern noch Musik für Rechte gemacht. Kennst du das Album Der nette Mann? Der nette Mann von nebenan, ja, das kenne ich. Aber die Sache ist ja die, du warst, lass mich kurz die Geschichte aufarbeiten, du warst eingeladen von deinem guten Freund und der hat noch einen weiteren Freund eingeladen und wollte zu dritt auf dieses GOND gehen. Und du hattest keine Lust, wie lange ging das, wie viele Tage waren das? Es waren 3 Tage. Eigentlich war es so, ich hatte Lust, aber er hatte keine Lust auf mich, weil ich keinen Alkohol trinke, keine Rockmusik höre. Okay, also hat er dann abgesagt? Nee, ich hatte meine 42 Euro für das Ticket bezahlt. Achso, nee, aber was denn mit dem was denn? Ich hatte meine 42 Euro für das Ticket bezahlt. Ganz kurz, wir müssen die Geschichte historisch korrekt aufarbeiten. Also, dann ich war bei Ed Sheeran für weniger Geld. Dein Freund, nennen wir mal Kenneth. Dein Freund Kenneth hat dich und dann, wie ist der andere? Justin. Heißt du wirklich Justin? Gut. Nein. Dein Freund Kenneth hat dich und Justin zusammengebracht. Und ihr wolltet zu dritt dahin gehen. Und Kenneth hat dann aber abgesagt und ihr hattet schon Tickets gekauft. Nein, er hat Tickets gekauft und dann erst hat er begriffen, dass ich keine Rockmusik höre, keinen Alkohol trinke. Ja, aber Kenneth, was ist mit Kenneth? Warum ist Kenneth nicht mitgekommen? Also. Das Problem war, die große Sache war, ich und Freund wollten zusammen auf ein Festival gehen. Ja. Und ein anderer wollte auch auf ein Festival gehen, hat mich gefragt, ob ich mit will. Mhm. Und ich habe halt vor allem, weil dieser eine Freund gesagt hat, er fährt dahin, habe ich gesagt, ja, ich will da auch hin. Kenneth, der eine Freund. Ja, der Kenneth. Von Kenneth M. Und dann war es so, dann hat Kenneth mir leider abgesagt. Aber hatte er eine Karte gekauft? Nein, er hatte keine Karte. Du hattest eine Karte gekauft? Nein, es war alles. Also, wurde noch keine Karte gekauft, sonst wäre bestimmt mitgefahren, aber... Aber warum hast du dir denn danach noch eine Karte gekauft? Ach, du hast dir eine Karte gekauft? Ich dachte... Nein, da hab ich mir so gesagt, so aus Trotz, so, ja, jetzt erst recht, weil der Kenneth... ja... Wir müssen eine Sache rausschneiden, ich habe den richtigen Namen erwähnt. Ich auch, ja. Wir müssen jetzt 10 Sekunden warten. Ist ja geil. Also du hast den, du warst mit dem Kenneth nicht mitgekommen, du bist ja mit deinem, was ist das, erzähl uns ein bisschen was über Justin, was ist Justin für ein Typ? Der ist so ein bisschen so, wenn er ein Problem mit dir hat, dann tut er nicht irgendwie dir das so schmeichelhaft so beibringen, wo er sagt so, ey, hier, das ist falsch, was du machst, und er sagt, ey, was machst du denn da für eine Kacke, Vollidiot, Pisser. Ja, so. Das waren bestimmt 3 wundervolle Tage. Das muss richtig Spaß machen. Ja, also du warst dann mit einem Fremden. Was machst du denn da, Vollidiot? Pisser. Kamerad von mir. Du warst dann mit einem flüchtig bekannten, bösen Onkels-Hardcore-Fan, den du kaum kanntest, 3 Tage zusammen. Habt ihr in einem Zelt geschlafen? Das ist ja grässlich.
zusammen. Wie viel auf wie Spaß hat es dir denn gemacht? Zusammen auf einem bösen Augen. Auf einer Skala von 1 bis 0. Auf einer Skala von 1 bis 0. In der zweiten Nacht hat es geregnet. Unser Zelt war undicht. Es war nass. Es wird ja immer besser. Hast du da neue Freunde gefunden, neue böse Onkel-Fans, Freunde? Was, hast du dir auch die Musik angehört oder was hast du den ganzen Tag gemacht? Ich hab da auch die Musik angehört, dass... Sing mal irgendein böse Onkel-Lied jetzt, dass man... Weil ich seine Jacke in seinem Auto vergessen habe und er war sauer auf mich, hat er meine Jacke irgendwo in die Ecke geworfen und hat drauf seine Katze pisst drauf. Da hab ich mir gedacht, gut, danke sehr, hör ich ja lieben gerne. Was ist denn das für ein Typ? Was waren das denn eigentlich für 3 Tage? Du warst 3 Tage auf dem bösen Onkel-Festival. Nein, es waren 2 Tage. Wir sind früher abgefahren, weil mein Schlafsack nass war und ich hatte keinen Bock mehr. Warum war dein Schlafsack nass? Weil es geregnet hatte. Okay, war 2 Tage zusammen auf dem bösen Onkel-Festival. Du hast die bösen Onkels. Jeder hat die bösen Onkels. Du hast die 2 Tage lang böse Onkels angehört mit dem bösen Onkels-Fan, den du kaum kanntest. Warst du dann noch sauer auf Kenneth? Oder ging's? Nee, ich hätte, also es war... Aber es war eigentlich nicht das Kevins Schuld, du hast ja selbst die Karten gekauft danach. Ich hab nett gesagt, ich will nicht mehr und der hat mir sogar angeboten, ja Jonas, willst du wirklich dahin? Ja, du Konsequenz sein sollen und hätte sagen sollen, nee. Aber die Reisekosten... Ja, hättest du. Aber die Reisekosten hätte er sonst nur durch 2 teilen können, so konnte sie durch 3 teilen. Okay, und erzähl uns ein bisschen, was ist am ersten, erzähl uns ein bisschen historisch, was da passiert. Am ersten Tag kamen unsere Nachbarn rüber mit so einer Flasche Jägermeister, haben uns abgefüllt. Dich? Du hast was getrunken? Ja. Liebe Leute, ich habe früher mal den Spruch vertreten, mein Körper ist ein Tempel, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Das mit dem Rauchen konnte ich durchhalten, das mit dem Trinken geht auf Partys leider schwer. Und deshalb habe ich mich daran gewöhnt, irgendwann das harte Zeug zu trinken, Tempel, weil dann denken die Leute, oh, ein ganz harter, jetzt hat er schon 3 Schnäpse getrunken, dem brauchen wir nicht noch mehr geben. Da denke ich nicht, das ist ein ganz harter, dem muss ich nicht noch mehr geben. Da denke ich, bitte piss eine Katze auf seine Jacke. Was hat er... Also erzähl uns ein bisschen was vom ersten Abend. Wir unterbrechen uns die ganze Zeit gegenseitig. Dann hat Justin... Dann hat Just Relax zu viel getrunken, weil er einfach Spaß haben wollte, weil er von mir völlig abgenervt war. Und der erste Korb! War das so ein Punker-Typ? Hat er so, also so ein, nicht mal ein rechter Punker-Typ, hat er einen Bart gehabt, hat er, war er tätowiert, hat er einen, beschreib ihn mal optisch. Der ist in meiner Klasse und tut auch Elektrotechnik-Fachabitur machen. Ja, das so sieht er aus. Heißt nicht. So sieht er also aus. So ist also seine Augenregion gestaltet. Also, wie sieht der aus, der Typ? Könnt ihr uns verprügeln? Ich chill in Panama. Ja. Okay. Und das ist schon so ein eher so ein cooler Säufertyp, ne? Der so bösen Onkels hört und der so bandelt mit dir Deutscher an. Ist. Und Sascha ist das. Warum hat denn der mit dir angebandelt? Nee, der hat nicht. Er musste ja. Kenneth hat die beiden ja zusammengebracht. Ach so. Achso. Ja. Das macht ja alles noch viel lustiger. Also, hatte dir viel Spaß zusammen. Das war ein großer Fehler. Ich hätte einfach sagen sollen, nee, weil vor allem es war auch so. Ah, vielleicht ist ja mittlerweile jetzt das der schlimmste Tag in deinem Leben. Nicht mehr unser Formel 1 Ausflug. Wir mussten unseren Urlaub um eine Woche verschieben durch dieses Festival. Also, ist das Product Placement? Yes, unterbrechen bitte nicht. Nein, ist es nicht. Erzähl weiter. Also, ich kann Geld dafür kriegen. Also, und dann sind wir nach Hause gefahren und er war mega sauer auf mich. Weil er einen Tag früher von seinem bösen Onkel-Festival musste. Aber wie war das zwischenmenschlich? Was ist zwischen euch passiert? Was ging da ab? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir haben uns nett unterhalten, aber nicht so Spaß gehabt halt. Unsere Nachbarn, Österreicher, haben die ganze Zeit Budweiser Bier getrunken. Und du? Und wie war so dein typischer Tagesablauf? Morgens aufgestanden, gab's Duschen? Ja, das gab's auch. Wann seid ihr morgens aufgestanden? Auf so um 9. Und was ging dann ab? Nachdem ihr um 9 aufgestanden seid, was dann passiert? Frühstückt. So, ja. Okay, und was dann? Kam das erste Konzert? Was ist auf dem ersten Konzert passiert? Erzähl uns was. Lass uns teilhaben an diesen 3 Tagen. Mal mir ein Bild mit deinen Worten. Konzerte gab es, glaube ich, erst ab 14 Uhr. Mhm. Nee, ging dann bis 3 Uhr. Was hast du denn von 9 bis 14 Uhr gemacht auf dem Böses Onkels Festival mit nur Böses Onkel Fans? Warum hast du ein T-Shirt gekauft? Kurze Frage. Ja, alle anderen hatten sich auch eins gekauft, da wollte ich auch eins haben. Was hat es gekostet? 20 Reichsmark. Nee, 15 Euro. Hatten die eine eigene Währung auf dem Festival? Nein, hatten sie nicht. Okay. Gab's auch. Hat man Rassismus gespürt, kann man sagen. Das war eher ein rechtes Völkchen. War Rassismus in der Luft? Warst du auch ordentlich Karl mit dabei? Vorn, alle schwarz. Oh, was ist, waren alle? Das ist ja nicht unbedingt Rassismus. Viele waren schwarz gekleidet. Ah.
Gab's, kurz mal, waren Ausländer dabei? Also ist nur mal so, um ein bisschen demografisches Bild. Außer Österreicher. Kein einziger. Also die Österreicher waren wohl die größten Ausländer auf dem Festival. Also man kann sagen, es waren alles stolze deutsche Arier, die da waren. Ja, jetzt ganz kurz. Ich will nur, dass man sich das vorstellen kann, wie das ist auf diesem bösen Festival. Ja. So okay. War das. Also so könnte man sich das vorstellen. Das Thema wechseln? Nee, ich will das ausdiskutieren. Es geht diese Sendung nur um dieses Thema eigentlich. Ganz kurz, wir müssen ganz kurz. Wir können da auch nicht alle denunzieren, weil wir kennen die nicht. Aber es ist wohl schon so, dass viele Rassisten böse Onkels-Fans sind. Das kann man wohl sagen. Das stimmt. Aber natürlich auch nicht alle. Wir können nicht so viel verallgemeinern. Wir verallgemeinern in jeder Sendung. Nein, das sind halt aber erzähl uns ein bisschen was von deinem Tag. Was hast du so gemacht? Was, bist du auf dem Konzert? Also das muss man auch mal sagen. Gedanced, in dem Moshpit, Pogo, geprügelt. Wie viele Schläge hast du ausgeteilt? Keine einzigen. Es war so, die Security war die ganze Zeit irgendwie so am Gucken. Aber das Einzige, was die irgendwie rausfischen wollten, waren die Nazis. Weil die wollten absolut dieses Nazi-Image, was die bösen Onkels mal inne hatten, wollen die absolut gar nicht haben auf ihrem Festival. Das heißt, die haben die ganze Zeit nur geguckt, ist da irgendeiner Nazi bei. Mhm. Und ja, es kam einem so vor, als wären es Nazis, aber... Okay. Was haben die denn so gesagt, Rassistisches? Weil du kannst ja nee, die haben nichts Rassistisches gesagt, aber du hast dich wirklich nicht. So... Aber es haben dann nur Coverbands von den bösen Onkels gespielt. Also es ist quasi wie ein dreitägiges Konzert von den bösen Onkels in schlecht. Kommen da nicht da immer die gleichen Lieder? Sing mal eins von den bösen... Du musst jetzt irgendein Lied kennen. Sing mal an. Das könnt ihr alle hören. Zum Beispiel die Firma von den bösen Onkels. Ja, sing mal. Sing mal was von den bösen Onkels. Du warst drei Tage, hast du nur böse Onkels gehört und du kennst keine Zeile von keinem Lied. Ich war nur viermal da oben auf der Stage. Was hast du sonst gemacht? Wo warst du unterwegs? Hast du den Wald erkundet? Wo war das? War irgendwo in Bayern, ne? Ganz kurz, du hast vorhin gesagt, früher hast du nicht getrunken und geraucht. Rauchst du mittlerweile? Nein. Gut. Man muss auch erzählen, Philipp und ich, wir sind große Gegner des Rauchens. Paul hingegen tut manchmal schon gerne so einfach aus Gruppenzwang mitmachen. Ja. So sieht's aus. Da. Ich? Nee. Jonas? Ein bisschen, glaube ich. Also wir müssen privat jetzt. Ich finde, dein Gesicht sieht aus wie eine... So, ich finde, wir sollten das Thema wechseln. Nee, lass mich, dreh ich mal kurz um, Jonas. Ich will mal kurz lesen, was da so steht. Also ein Festival wie ein Orkan. Kannst du das bestätigen im Nachhinein? War das Festival wie ein Orkan? Ja. Jetzt wegen des Regens oder... nee, ich stelle mich kurz um. Gute Band, King Kongs Deo-Rolle. Wie haben die dir gefallen? Stahlzeit, 9mm. Oh, ich hatte erst gedacht Stahlgewitter. Das wäre besonders toll gewesen. Deutsche Front. Was? Deutsche Front. Die Band heißt wirklich Deutsche Front. Local Bastards. Gottkommando, Brennstoff. Elbrebellen. Endgegen. Morgen halte ich einen Kurzvortrag über den Bundesstaat Montana in den USA. Ja, wirklich. Ich habe gesagt, okay... Ja, der macht gerade das Thema USA in Englisch. Ja, auch fertig machen. Kurzvortrag. Ich habe mir gedacht, gut, kennt sich gut aus mit Hannah Montana. Du kriegst auch einen Bundesvortrag über den Bundesstaat Montana hin. So, das war eine super Sendung, aber jetzt langsam geht doch der Stoff, oder? Langsam geht der Stoff. Ich finde, wir sollten. Tröll, hau nochmal was Gutes raus. Tröll, sag mal einen Schluss. Tröll nochmal das, geh mal bitte auf die offizielle Star Wars Twitter-Seite. Geh mal auf die Twitter-Seite von Star Wars. Geh bitte einfach mal kurz auf die. Souverän ist anders, aber immerhin. Der erste Dreier für den VfL Bochum. Gibt noch viel Arbeit. Ein Dreier. Für Trainer und Manager. Der erste Dreier für den. Geh mal bitte auf die offizielle Star Wars-Seite. Ja, wir brauchen ein Zitat. Wir beenden nämlich jede Folge. Wir haben uns das leider, also eine so, Folge wir haben das leider so gemacht, jetzt müssen wir daran bei. Das müssen wir jetzt einmal bleiben. Gemacht, wir müssen uns überhaupt nicht dran halten. Doch. Wir beenden jede Laser-Reden-Folge mit dem Star Wars-Zitat eigentlich, aber egal. Ist mir doch jetzt egal. Laser-Reden. Wie oft habt ihr das jetzt schon aufgenommen? Zweimal. Zwei Folgen Laser-Reden sind im Kasten. Und ich muss noch überlegen, ob sie gesendet. Keine Bits und Bytes auf der Daten. Hast du ein Zitat? Laser-Reden, ey. Wie, du hast kein Zitat? Geht doch nicht. Wir brauchen einfach mal ein Star Wars Zitat. Only the strongest shall rule. Ja, das war's. Und dann verabschieden wir uns. Tschüss. Jonas, komm mal. Und jetzt nochmal alle. Jetzt nochmal alle vor die Kamera. Jonas, komm mal kurz vor die Kamera. Sag mal tschüss. Woo! Mit Jonas Großfreunde. Jog einmal rum. Und jetzt jog nach hinten raus. Tschüss. Rede so wenig platt. Der macht nochmal kurz vor die Kamera. Danke. You drag me down, you kick me down. Das war Marc Tröll, dankeschön. Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Ja, gut. Das war Marc Tröll, dankeschön. Das war jetzt nicht so. Da hinten im Busch ist Max Robin. So, dankeschön. Und wir verabschieden uns
hier und jetzt heute... Leichten Schwing nach links und dann kommt unser Abspann rein. Ich würde fast sagen... Achso, der Abspann ist gelaufen.